Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitliga-Auftakt des FC Würzburg Kickers gegen den FC Erzgebirge Aue. Ich darf auf dem Podium Gästecheftrainer Dirk Schuster begrüßen, auf der anderen Seite wie immer unseren Cheftrainer Michael Schiele. Dem Gast gebührt das erste Wort. Herr Schuster, Ihr Fazit zu den 90 Minuten hier am Dalle. Ja, erstmal Glück auf in die Runde. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit ein relativ ausgeglichenes Spiel gesehen haben, sehr verbissenes Spiel, wo wir, denke, in den ersten 25 Minuten es ganz gut verstanden haben, den geregelten Spielaufbau der Kickers durch hohes Anlaufen, scharfes Attackieren einigermaßen außer Kraft zu setzen, ohne dabei hochkarätige Chancen uns herauszuarbeiten, zwei Halbchancen. Einmal, wo wir eine Situation 2 gegen 1 nach einer Flanke von rechts im Strafraum haben. Einmal, wo John Patrick Strauß auf der rechten Grundlinie ist und den Mann in der Mitte nicht findet. Eine Doppelchance. Aber ansonsten haben wir so ein bisschen nach 25, 30 Minuten nicht mehr so aktiv nach vorn verteidigt, nicht mehr den Spielaufbau über den Achter, der sich mit nach hinten gesellt hat, um den Spielaufbau zu betreiben, so zu attackieren, dass er einen geregelten Ball nicht spielen kann, sodass die Kickers dann auch besser ins Spiel gekommen sind und wir dann auch Probleme hatten bei tief gespielten Bällen in den Halbpositionen, wo dann auch ein paar gefährliche Eingaben, Flanken in unseren Strafraum geflogen sind und wo die Kickers hätten durchaus die Möglichkeit gehabt, auch in Führung zu gehen. Ja, mit dem Halbzeitpfiff haben wir uns nochmal neu sortiert, haben personell ein bisschen umgestellt. Ich denke, dass wir uns vorgenommen hatten, weiter mutig nach vorn zu spielen, den Druck wieder aufzubauen, wie wir das zu Beginn der ersten Halbzeit getan haben. Und denke, dass dann auch mit zunehmender Spieldauer sich das Heft des Handelns ein bisschen in unsere Hand gegeben hat und wir dann auch in Führung gegangen sind. Und Gott sei Dank haben wir dann mit dem Doppelschlag und einer guten strukturierten Defensivarbeit, wo wir kaum was noch zugelassen haben, auch das verschmerzen können, dass Flo Krüger das leere Tor aus ein paar Metern nicht trifft. Freut mich natürlich, dass wir nach einer sehr unruhigen Woche hier den Punktspielaufstart positiv gestalten konnten, auch noch das dritte Tor nachlegen konnten, gegen eine Würzburger Mannschaft, die uns trotzdem alles abverlangt hat und die ein ebenbürtiger Gegner war und wo wir alles investieren mussten in diese Partie, um hier siegreich nach Hause zu fahren. Aber ich denke auch, dass das das Minimum ist, was man von uns verlangen kann, in jeder Partie alles in unserer Macht Stehende zu investieren, um nach Möglichkeit erfolgreich zu sein. Und das hat die Mannschaft heute getan. Deswegen freue ich mich, dass wir den Hebel umlegen konnten nach dem Pokal aus in Ulm. Wünsche den Gastgebern und Micha dir im Speziellen mit deiner Mannschaft für die kommenden Aufgaben alles Gute und allen, die dabei sind, ein schönes Wochenende. Vielen Dank, Michael, deine Analyse zum Spiel. Ja, Aloha. Hallo in der Runde. Dirk, Glückwunsch zum Sieg, Danke. zum aufgrund der zweiten Halbzeit absolut verdienten Sieg dann auch. Ich denke, ja, 15 Minuten, 20 Minuten haben wir dann mit dem hohen Anlaufen auch Probleme gehabt und auch vor allem mit der Tiefe nach Ballgewinn, was dann auch Aue immer wieder drin hat. Es war dann so, dass man aber gespürt hat und ich auch von draußen gespürt habe, dass ich in der ersten Halbzeit eine Mannschaft auf dem Platz hatte, die dann auch das Spiel, ja, da ein Tor machen kann. Wir haben uns gut hinten rausgespielt. Wir haben einen tiefen Ball auf Pfeiffer, wo dann durchgeht, wo ja, von weiß nicht, 18, 20 Meter dann abschließt, wo Mendel dann über die Latte lenkt. Wir haben dann auch noch zwei Hereingaben von der rechten Seite. Oder Baumann geht ins 16er rein. Ja, muss eigentlich nur flach einen treffen, wo es dann noch gefährlicher wird. So flankt er drüber hinten raus. Flegger hat noch eine gute Hereingabe auf Baumann, wo dann am langen Pfosten knapp vorbeigeht. Zwei, drei Standards waren auch gefährlich und so wollten wir auch in der zweiten Halbzeit weitermachen. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir einen Schritt weniger gemacht, haben wir auch nicht mehr, sind wir nicht mehr so angelaufen, wie wir es, oder sind wir nicht mehr so kompakt gestanden, nicht mehr so angelaufen, wie wir es in der ersten Halbzeit drauf gehabt haben. Und dann ist Aue viel besser ins Spiel gekommen, war dann vorne sehr präsent, hat uns dann auch wehgetan und wie die tolle Tore dann auch fallen, das war, naiv ist immer so ein Wort, aber das war schon gut rausgespielt, auch das erste, muss man sagen. Das zweite und das dritte, das war dann aber naiv verteidigt. Wenn ich das dritte, der flankt von der Grundlinie, er setzt sich ein bisschen im Rücken ab und köpft ihn dann noch rein. Und da müssen wir schnell lernen, schneller lernen, wach sein über 90 Minuten. Und ja, euch, Dirk, gute Saison, gute Heimfahrt Dankeschön. und nächste Woche geht's weiter.
Danke, Michael. Die Fragen der Journalistenkollegen haben wir uns wieder per WhatsApp zukommen lassen. Ich würde mit den Fragen an Ihnen beginnen, Herr Schuster. Die erste kommt von Sebastian Wutzler von Bild dpa. Was haben Sie der Mannschaft in der Kabine gesagt? Ihr Team wirkte im zweiten Durchgang wie ausgewechselt. Nein, wie ausgewechselt, das kann ich so nicht bestätigen. Ich glaube, dass wir auch in der ersten Halbzeit sehr gut in die Partie gekommen sind. Wir haben nur in der zweiten Halbzeit Entscheidungen getroffen, die besser waren in der ersten Halbzeit. Wir haben Laufwege besser gemacht als in der ersten Halbzeit, wo wir uns teilweise gegenseitig totgelaufen haben. Wir haben vom Passspiel, von der Passgenauigkeit zugelegt und wir haben dasselbe Tempo und auch dieselbe Aggressivität, Aktivität nach vorn zu verteidigen, wieder an den Tag gelegt. Wir haben verschiedene Sachen besser gemacht, aber wir haben nichts anders gemacht. Und wir haben einen personellen Wechsel drin gehabt mit Paco Testro, der reinkam und Jan Hochscheid in der Kabine geblieben ist, der sich im Nachhinein als guter Griff erwiesen hat. Dann Sebastian Sieberts von der Freien Presse möchte wissen, die Beurteilung zu Flo Krüger, der 2 Tore vorbereitet hat, was Sie zu seiner Leistung sagen. Ja, er hat eine massive und deutliche Leistungssteigerung hingelegt zur Pokalpartie in Ulm, wo er dann im Nachhinein aus gut begründeten Gesichtspunkten auch etwas müde wirkte und nicht voll auf der Höhe wirkte. Er hat vorher 15 Tage für die U21 in Deutschland in jeder Trainingseinheit Vollgas gegeben, um sich zu empfehlen, hat ein paar Minuten jeweils gespielt und hatte dann die Reisestrapazen. Ja, und es wäre vielleicht im Nachhinein, wenn man aus dem Rathaus rauskommt, besser gewesen, ihn für diese Partie erstmal in der Garage zu lassen. Aber wir haben ihn gebracht. Es wirkte etwas unglücklich. Er hatte diese Woche einen Tag länger frei als alle anderen. Er hat den Dienstag noch zu Hause verbringen können, ist am Mittwoch wieder eingestiegen. Ich glaube, diese Frische und Spritzigkeit hat man ihm heute angemerkt. Und wie gefährlich er dann auch in der Liga sein kann, hat er dann mit seiner Klasse auch unter Beweis gestellt. Und mich freut, dass er die 2 Tore vorbereitet hat. Er hätte ruhig das 3. selber machen können. Dann auch nochmal eine Frage zum Nachhinein quasi. Der Kollege Thomas Nahendorf von Tag 24 fragt eben, ob der Einsatz von Jan Hochscheid zu früh kam und dass er noch nicht ganz fit gewirkt hat. Na, Janni hat ja in der letzten Woche schon eine Halbzeit in Ulm gespielt, hat die komplette Woche durchtrainiert, hat dabei einen vernünftigen Eindruck gemacht und unser Ansatz war, dass wir in der Spitze mit Krüger und Hochscheid ein bisschen Tempo reinbringen wollten, auch den Spielwitz und die individuelle Klasse von Jan Hochscheid, weil wir schon gesehen haben, dass in der letzten Reihe bei Würzburg speziell im Pokalspiel auch die eine oder andere Problematik aufgetreten ist, bei langen Bällen in den Rücken der Abwehr, aber auch beim Timing und Zweikampfverhalten, im Raumgegnerverhalten der zentralen Abwehrspieler. Das ist in der ersten Halbzeit nicht so aufgegangen, weil wir auch nicht nur von Janni, sondern auch vom Offensivverbund die falschen Entscheidungen getroffen hatten. Und deswegen sah es vielleicht ein bisschen komisch aus, aber wir mussten reagieren. Und wir hoffen natürlich, dass bei Janni es weiter formtechnisch bergauf geht. Er hat bedeutend mehr in der Pipeline. Ich hoffe natürlich, dass er das in naher Zukunft abrufen kann. Dann kommen wir noch zu 2 Nachfragen zu unserem Trainer Michael Schiele. Michael Fürst von den Fränkischen Nachrichten möchte wissen, was du von der Leistung von Susi Toko hältst und dass er es ja gleich in die Startelf geschafft hat. Und ein paar Worte kurz zu ihm. Ja, ich fand es eine sehr solide, eine gute Leistung von ihm. Er hat bis zur 80. glaube keinen Fehler gespielt dann auch. Er war in den Zweikampf präsent, ist auch gegen die größeren Spieler da einen Kopfball hochgegangen, hat mit Ball gute Lösungen gehabt, auch Spielverlagerungen drin gehabt und das nach 3 Tage Training, ansprechende Leistung, sehr gut oder gut. Genau, und die letzte Nachfrage auch von Michael Fürst bezüglich, wenn man das Ergebnis ausblendet, ob du quasi im Vergleich zum Montagsspiel gegen Hannover dann schon Fortschritte gesehen hast heute. Wenn man halt kein Tor macht und am Montag haben wir dann noch 2 Tore gemacht, haben aber auch mehr Chancen noch zugelassen. Ich glaube, das kann man nicht so vergleichen, das Ganze auch. Wir haben heute eine erste Halbzeit, die nicht gut war, aber die in okay war, hat uns vielleicht das Tor gefehlt. Das war in Ordnung, wie ich es ja schon analysiert habe auch, aber mit der zweiten Halbzeit können wir absolut nicht zufrieden sein und da müssen wir dran arbeiten. Vielen Dank, dann wünschen wir den Gästen einen guten Nachhauseweg und wir sehen uns dann wieder in 2 Wochen beim Heimspiel gegen Fürth. Bis dahin. Danke. Danke auch.